So, da la, neuer Part, neues Glück, weiter Da sind geht's. wir wieder. Genau, mitten, ja, Wastl und Ja, mir, bla ich bla glaube, bla, das das sollte lassen wir jetzt jetzt, jeder. ja. Also, wer noch nicht weiß, dass der Wastl und ich da aufnehmen, also Der weiß es der spätestens soll gleich jetzt. wieder da umdrehen, der soll gleich wieder LTR schauen, gell. Und tschüss. Mein Dresche ist voll, ich hab nichts, ich kann ihm nicht abdanken. Oh. Der rote Hänger steht doch, glaube ich, auf dem Hof rum, oder? Welcher rote Hänger, hallo? Ja, du brauchst doch eh den roten. Ah, Ne? Ne? ich hätte. Ne? Ah! Voll die Denkfehler. Ich Oh. denke mir, was will er jetzt schon? Wir haben ja den Das alten. Stroh einsammeln, oder? Den alten haben wir ja auch noch. Apropos Stroh einsammeln, das ist ja auch alles möglich jetzt. Oder? Freile. Das ist die ganze Zeit schon möglich. Ja, das ist leider das nächste. Wie gesagt, dann nimm den kleinen Traktor mit dem alten Anhänger zum Abtanken erstmal, zum bis auf den Hof fahren langt. Dann kannst du den anderen nehmen und den Silierwagen holen und dann. Ja, Stress pur, Stress pur. Absolut, also. Was ist denn das für der Palettengabel? Haverer. Nice, wurscht, ich tue das jetzt mit dem großen Stell dann in Traktor, in Anhänger wieder her. Wie schön, also wartet auf mich. Ach, ja. Soll ich das in die Silos hauen oder soll ich das gleich verkaufen, wenn er voll ist? Haus doch in die Silos und dann schauen wir mal. Ich hätte fast gesagt, wenn wir das Geld nicht unbedingt brauchen, können wir ja warten. Vielleicht mit ein bisschen Glück kommt eine große Nachfrage und wir kriegen fast das Doppelte dafür. Dann würde ich es nämlich erst dann verkaufen. Haben wir schon große Nachfrage gekriegt? Irgendwann schon mal irgendwo ist gewesen da. Mit dem Spielstand noch nicht, aber wie gesagt, im Singleplayer hatte ich das schon. Allerdings natürlich mit den Produkten, die ich gerade vorher verkauft habe. Ne, meine kennst du ja. Deshalb, ich würde halt warten. Wirklich? Verkaufen können wir es immer noch, also. Ich will nicht jetzt. Ja, okay, wir kämen aber ohne Schulden, kämen wir nicht drüber. Also, egal wie wir es jetzt dran und wenden, also wir messen quasi die 200.000 nur nehmen, oder? Ja, anders geht's nicht. Warte mal ab, warte mal Wo ab. finde ich den Schwader? Wo ist denn der gerade unterwegs? Der hängt an einem anderen Traktor, an dem gelben. An dem Einem roten. roten, kleinen, weiß schon hier. Ah, den Also brauchen wir der. da eh nicht mehr. Ja, okay, passt. Den kannst du eigentlich auch schon Richtung Kuhweide transferieren und dort irgendwo unterstellen. Na, ich hätte mir Stellen. den jetzt zum Schwadern geholt vom Ach Stroh. so. Oder so, ja. Ja. Freilich. Ach komm, Naja, scheiß bevor ich drauf. jetzt mit dem Traktor. Na sicher, na klar. Ja, komm, scheiß drauf. So viel gab's für das Stroh nicht, selbst wenn wir jetzt nicht 100% kriegen. Weißt du, der Fehler, was ich vorhin zu dir meinte, dass da eventuell angeblich nur das anderthalbfache rauskommt, wenn du zwei Furchen zusammenschwaderst und nicht das Doppelte. Aber selbst das, hey. Müsst das nicht holen? Na Ja, nee, klar. schwader's zusammen, Ja. nimm's auf und fertig und pfeif drauf. Ja, besser als nichts. Also, der Patch ist halt noch nicht gekommen. Man, vielleicht machen es wahrscheinlich gleich einen großen Patch. Hoffe zumindest, dass da irgendwann jetzt demnächst Ah. was kommt. Dass da mal ein paar Fehler Wird schon. ausgemerzt werden. Hoffen wir mal Ja. bloß, dass unser Spielstand da noch damit läuft. Wie das der dann sagt, oh, nö. Mama neu. Das wäre ärgerlich. Dann habe ich eine Möglichkeit, also dann habe ich zumindest eine Idee, wie man das alles so ein bisschen beschleunigen, aber das sage ich jetzt nicht laut. Hat jemand Geldschied gesagt? Na, würde ich so nie benutzen, aber hallo, bevor ich das alles nachspiele. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, noch ist das ja reine Ja, Theorie hier. eben. Dazu fällt mir ein, ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Silos angeblich, wenn man sie einmal benutzt hat, nicht mehr gehen, also dass man nichts mehr reinlegen kann. Das ist bei mir letztens auch mal aufgetreten, aber nachdem man einem, also das Silo zeigt halt an leer, aber es springt halt nicht zurück auf hier Anzeige leer und verdichtet 0% oder so. Sondern es bleibt halt in der Leerphase, wie wenn es halt vergoren ist und dann nichts mehr drin ist. Und dann hat es geholfen, einmal mit dem Radlader durchzufahren. Dann ist in die Schaufel eine Textur gehüpft, obwohl der Radlader immer noch leer war und ab dann ging es. Also, falls ihr mal in das Silo nichts reinlegen könnt, einfach nochmal durchfahren mit dem Radlader und schauen, wenn das hilft. Ja. Ich mache da gerade spannende Sachen mit dem Stroh. Das ist eine schöne Line, die da gezogen wird. Atemberaubend. Nicht gleich wieder alles wegschieben, Mensch. Na,
so eine große Kreditkarten habe ich gar nicht. Ja, warte mal ab. Gleich hast du. Also wir sind jetzt bei 274.000. Wirklich? Ohne Kredit? Ohne Kredit, ja. irgendwer müsste mal den Mähdrescher abtanken. Na, und nun nicht. Ich hab noch eine Schaufel, habe ich noch. Tatsache. Die letzte. Ja, die letzte, dann sind noch 1000 Liter, also das ist dann noch so ein Klecks in der Schaufel. Ah, ein bisschen Feldarbeit ist noch den ganzen Mähen sogar richtig entspannend. Hey. Ein bisschen über die Felder cruisen. Mit 20 km/h. Also 92 haben wir. 290? Das ist ja. 1000. Aber wenn du den jetzt ohne mich kaufst, ohne dass ich zuschauen darf, wastel, das geht gar nicht. Also. Wo ist mein Traktor? Ah, der steht da hinten. Du musst mich unbedingt zuschauen lassen, wenn du den Krone Big Game kaufst. Also der wird echt der Highlight. Ich hab eh schon mit dem Wastler Mäscher, also wir haben vorher geredet beim Mähen, haben wir gesagt, wir müssen uns unbedingt zwei kaufen. Oder, oder weil irgendwie wird die Nachfrage, wer mit dem fahren darf, so groß sein. Wir haben gesagt, ich glaube, das ist auch nur die ersten drei Stunden, danach so, oh nee, nicht schon wieder. Nein, ich weiß nicht, also das ist echt ein cooles Gerät. Also es war beim Elfer so, also ob einem gewissen Level von Geräte bist einfach nur mehr gern mit den Geräten gefahren, finde ich. So. Jetzt hätten wir leer und sind jetzt bei 291.000. Also 92, sagen wir mal, die 1600 und zerdrücktes. Ja. Sagen wir mal, das ist Tagesunterhalt, das. So, okay. Dann haben wir den auch eingebaut. Ich sehe es ja eigentlich eh, wenn ich auf die entsprechende Taste gehe. Nein, ich sehe den Kontostand nicht. Kann ich nicht einmal sehen, was du. Das gibt es jetzt gar nicht mehr. Ja, das war ja das, was wir gesagt hatten. Was? Letztens habe ich schon gesehen, was wir Kohle haben gerade. Ja, das hat mich verwundert, dass du letztens irgendwas gesehen hast. Im Moment sehe ich gar nichts. Okay, also, dann hätte ich gesagt, kaufen wir dann als nächstes den Big M, oder? Ja, unbedingt. Hallo? Aber ich möchte da zuschauen, Wastel. Fährst du da hin oder rennst du da hin oder? Schau mal. Ich kennt mit dem alten blauen Traktor. Ich verkaufe jetzt den alten blauen Traktor, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich hätte halt jetzt eventuell geschaut. Probier mal, ob du vielleicht irgendein Mähwerk an den kleinen blauen hinten dran gehängt kriegst. Ein Mähwerk? Ja. Ja, den einfachen coolen, den du sonst vorne dran hängst, der müsste ja auch rückwärts funktionieren. Dann könnte man eventuell mit diesem Mähwerk den kleinen blauen Traktor zum Rollplatz stellen. Als Mähfahrzeug. Dann ja. Also 349. Nur nicht kaufen, Bastel. Ja, ich muss ja erstmal wieder zu Zweter Pegat gehen. Achso. Fragen, ob wir irgendwie aus dem Insolvenzverfahren rauskommen. Das ist sowas nicht so leicht, gell? Wenn man Schulden hat, ist man richtig doof am. Nein, es wird jetzt so jetzt nicht, was ich mir jetzt gedacht habe, aber. Genau dort bist du dann. Ja. Da haben sie richtig dick bei dir. Ja. Genau. So, schauen wir mal, ob sie das hinten anhängen lassen. Ah, ja. Ja. Kinder. Oh, Wastel, das funktioniert nur halb. Okay, schlecht, das geht gar nicht. Den hebt's von aus, oder? Vollgas, echt, das geht überhaupt nicht. Ja, geht. Dann verkaufen. Dann nimm die Schüssel, aber dann nimm den ollen Hänger gleich mit. Ich weiß, wirklich? Ich glaube, ohne den komischen Traktor brauchst du den Hänger auch nicht mehr, weil dann kauf mal lieber einen gescheiten Hänger, weil da geht ja nichts rein. Das ist ja affig. Ich starte mal den Helfer mit dem Mähdrescher am anderen Feld neu. Ja. Und boah, der ist echt. Obwohl ich finde von Ding her von der Animation her und so finde ich. Er ist schön cool. Animiert und ja. Aber für praktischen Nutzen, wenn du damit arbeiten sollst, ist er reiz. Also überhaupt bei uns so erfolgsorientierte Menschen ist es natürlich mehr Klotz. Schon die Geschwindigkeit, mit der du damit über die Karte kriegst. Absolut, ja, das geht gar nicht. Also wir stecken da unter einem krassen Zeitdruck, wir Kinder nicht den ganzen Tag Rasen mähen, müssen da wirklich was weiterbringen. So, tala, ich fahre jetzt mal Richtung Landhandel, der ist ja nicht so weit weg. Also vorne ist eh gut gesagt, ich cruise, würde ich mehr behaupten.
Schau mal auf die Karte. Ich bin ungefähr genauso schnell und ich laufe gerade. Stimmt, du warst noch der Sprint. Hat der Sprint eingeschaltet. Ja, du. Oh, Alter, der fährt. Ist ja voll unfair. Du springst da oben, Wastel. Ah, jetzt haben wir ziemlich gleich auf. Ah. Okay, ich glaube, das gewinne ich nicht mehr. Nee, ich glaube. Das ist eher was für Fans, also für. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, genau, für die. Maximal. Nein, nicht okay. Einmal für die. Ah, siehst du, wir haben lustige Grafikfehler gefunden. Wir müssen bloß dran denken, dass wir dann das Video von dem, dieses Werbevideo mit drunter stellen. Das hatten wir gesagt, dass wir das machen wollen, wenn wir uns das Ding kaufen. Ah ja, oh, oh. Ich verkaufe das jetzt einmal, Bastel. Genau, verhökert den Preis mal. Zwar ein Büstepper hat 11.000 gekriegt für den Mist. So, geht schon, Bastel. Dann, Trommelwirbel. Ich könnte jetzt auf den Amazon Profi erscheinen und den kaufen. Gitter! Zack! Boah! Ey, cool, warte mal. Ich falte den mal auseinander, warte mal. Alter. Alter. Fuck. Ich schau mal. Na, da kann man hinten nichts anhängen, Bastel. Weil wir haben ja gesagt, wir schauen. Alter. Nice. Guck mal, selbst die Klappen sind auch voll animiert. Das wo? Muss ich sagen. Welche Klappen? Jetzt komm mal hinter das Gerät. Gelaufen. Ja? Da, jetzt hättest du ein Schwartablage, wenn die Klappen zu sind, ne? Durch die. Ich weiß gerade nicht, wo du meinst, dass ich schauen soll. Ah, da, ja. Wo sich bewegt. Also so wäre jetzt ein Schwader in der Mitte, breit. Und so würde es jetzt über die komplette Fläche ablegen. Das ist in Original genauso. Das ist ja cool. Licht, Licht. So, und das Interessante ist, wir benutzen das Ding erst ab 3000 Abonnenten. Also gebt's Gas, schaut unsere Videos an. Na, ich denke, wir werden das jetzt einmal in Action zeigen, oder? Also ich bin jetzt einmal am Hof und tue mal fix unseren Ding jetzt abtanken, genau. Dann schaue ich mal, ob wir noch irgendein großes Feld haben. Wo ist denn der grüne Traktor schon wieder, Wastel? Ich finde nicht. Ah, da steht er. Steht. Oh, Wastel. Ja, schlimm, ja, ich weiß. Diese alte Eieruhr, was du immer hast, was ist denn das? Das ist mein Handy. Das ist der Handy. Aber weißt du, was wirklich lustig und Tatsache ist? Fast alle Benutzer, also fast alle iPhone-Besitzer haben denselben Klingelton, weil alle zu faul oder nicht lustig nur drauf sind, dass sie sich einen anderen Klingelton besorgen. Ja, aber das ist bei allen Nokia-Besitzern und so auch, dass da irgendwie 90% mit dem Standard-Klingelton umeinander rennen. Ich habe mir mal aus einem Chaos Radio so das Intro rausgeschnitten, dass ich dann so einen coolen Modem-Sound hatte. Das war ganz lustig, fand ich. Wieso lohnt der gerade nicht an? Stehst du richtig drunter? Denk dran, der Trigger ist ein bisschen weiter weg. Eventuell ein Stückchen weiter weg vom Mähdrescher stellen, das könnte helfen. Okay, hier hast. Na dann, tu deinen Job! Oder nicht? Probieren wir das Ganze nur mal. Ansonsten lass mich mal probieren. Ich habe das Ding mal vor ein Feld, vor eine Wiese gestellt. Dann kannst du da mal ein bisschen was mitmachen. Ja, gern. Gern, gern. Krone BG. Oh, das ist fast. Da ist die Wiese. Ich sehe schon, wie es zittert, die Wiese. Oh, klappen das Ganze aus. Schalten als erstes mal das Licht, die Rundumleuchte. Oh, die hat gleich zwei Rundumleuchten, Wastel. Nice. Ja, ne. Jetzt schäbert's. Also jetzt geht's so richtig ab da. Ach, sind wir. Boah, wie das in Touren kommt. Hast du schon mal das Mähwerk eingeschaltet? Nee, noch nicht. Oh. Aber ich weiß jetzt, warum wir es nicht reinkriegen. Ich glaube, der
hat, ja, der hat Weizen im Tank, deshalb Anfängerfehler, eiskalt Anfängerfehler. Warte mal, Wasli, mag da den Mähwerk zuklappen? Na, was will ich denn da jetzt? Breiterplage aktivieren. Ah, nein, das Breiterplage willst du nicht, dann muss man okay. Das wäre eher kontra, das ist halt dann gedacht, wenn man dann später für die Kühe Heu brauchen, weißt du, dann wäre es Quatsch, das irgendwie in einem Schwader abzulegen. Das boah, das ist alter Wastel, wirklich. Wir sollten mähen. Machen wir was, was wir noch nie gemacht haben, Wastel. Mähen wir mal irgendwie die halbe Karte, ja. Bin ich dafür. Das hat uns viel Kohle gebraucht, aber jetzt nur mehr machen, können wir uns zwar neue Traktoren oder so kaufen. Oder mal Kühe oder so. Das ist genau der Plan an der Sache. Deshalb auch das Ding als erstes, weil es halt die meiste Zeit gewinnt. Boah, das ist ja Wahnsinn, Wastel. Also du versammst doch. Kümmere mich mal inzwischen kurz um den... 15 Minuten sind schon lang um, Wastel. Wir sollten da mal unterbrechen. Bitte. Ja, dann unterbrich doch mal. Du bist doch hier der Unterbrecher. Ah, stimmt. Ich habe ja die Sache unter Kontrolle. Richtig. Na passt, dann sage ich danke fürs Zusehen und weiter geht's im nächsten Part mit viel Action hier mit der Big Rone M, mit Wastel und mit mir. Bis dann. Tschö. Bis denn.